Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Maggie, Mundschutz und Konzertflaute, Lena Meyer-Landrut scheint die Quarantäne gar nicht gut zu tun. Quality Time in Quarantäne, das war eigentlich Lenas Plan. Zu Beginn ihrer selbstverordneten Isolierung erklärte die 28-Jährige noch ihren Followern auf Instagram, wie man die Zeit sinnvoll nutzen kann. Zur Ruhe kommen, Sachen lernen, die man schon immer mal lernen wollte und wo einem ständig die Zeit fehlt, informiert bleiben, sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren, mit der Familie und den Freunden telefonieren. Doch mittlerweile scheint Lena vor allem eins zu sein, langweilig. Lena Meyer-Landrut schiebt Lagerkoller. Gegen ihre ganz persönliche Krise versucht sie nun offenbar mit Zauberkraft vorzugehen, Palo Santo Mut, schrieb sie zu den Bildern, die sie mit indianischem Räucherwerk zeigen. Dem heiligen Holz werden von peruanischen Ureinwohnern Heilkräfte und die Umwandlung negativer Energien in positive nachgesagt. Wenig später teilte die Sängerin dann auch noch eine Bastelanleitung für DIY-Atemschutzmasken. Aus alten T-Shirts, Küchenhandtüchern, Küchenpapier oder sogar Staubsaugerbeuteln. Echt, kein Witz. Das schützt laut Studien fast genauso gut wie die medizinischen Masken, schreibt sie. Hat Lena einen Lagerkoller? Vielleicht. Umso fieser ist es, dass sie offenbar nicht mal von ihren Kumpels Max Giesinger, 31, und Nico Santos, 27, gefragt wurde, ob sie bei deren Wohnzimmerkonzertreihe, dem Raute Wir Bleiben Zu Hause Festival, mitmachen möchte. Hoffentlich bastelt Lena jetzt keine Voodoo-Puppe. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.